Liebe Gastfamilie, ich heiße Xiong Yan und mein deutscher Name ist Jasmin. Ich komme aus Shaanxi, einer Stadt mit langer Geschichte und schöner Kultur. Ich bin 21 Jahre alt und studiere zurzeit angewandtes Deutsch am Shandong Jahrespolitikkolleg. In meiner Familie leben vier Personen, also mein Vater, meine Mutter, meine jüngere Schwester und ich. Mein Vater und meine Mutter arbeiten als Selbstständige. Meine jüngere Schwester ist 5 Jahre jünger als ich und ist in der Oberschule. Denn ich bin die Schwester von meiner jüngeren Schwester. Habe ich oft ihr auf vielen Seiten, als sie klein war, habe ich schon sie bedeutet. Ich habe sie gekleidet, gefüttert, gebadet und begleitet. Ich spiele auch oft mit ihr. Wenn ich zu Hause bin, helfe ich auch sehr oft bei ihnen Hausaufgaben. Während der Kinderbetreuung gibt es eine Sache, die auf mich tief beeindruckt hat bei mir. Meine Cousine hat eine Tochter anfangen, sie nicht bekannt mit mir. Deswegen möchte sie nicht so gerne mit mir leben. Aber ich habe ihr ein Bestellen gemacht und versucht, mit ihr Angen zu beleben. Wenn ich Zeit habe, spiele ich mit ihr und erzähle ich ihr auch Geschichte, langsam und langsam. Sie mischt sich sehr. Ich finde, dass die Weide die Kinder sehr einfach. Sie sind das Symbol der Ehrlichkeit. Ich mag sehr gerne mit ihnen zusammenleben. Ich habe auch als Lehrerin in einer Grundschule gearbeitet. Während der Arbeit lehre ich die Kinder Englisch und helfe ich ihnen bei den Hausaufgaben. In meiner Freizeit mag ich auch sehr gern Film sehen, lesen, Fußball spielen. Warum möchte ich als Au pair bei einer deutschen Familie sein? Denn ich möchte mein Deutsch verbessern. Wenn ich als Au pair Jahre möchte ich in China Master weiter studieren. Ich plane, dass ich am kleinsten ab Februar 2019 nach Deutschland und am spätesten ab Mai 2019 nach Deutschland. Ich hoffe, dass wir im zukünftigen Leben miteinander schön leben können. Tschüss.